Das alljährliche Parkfest bedeutet für die Bewohner des Weißenberger Ortsteils Maltitz seit Jahren drei abwechslungsreiche, von Live-Musik begleitete, interessante Tage, meistens Ende Mai, so auch 2009, eine Woche vor Pfingsten. Neben dem Bieranstich am Freitagabend sorgte das Kinderprogramm auch in diesem Jahre am Samstagnachmittag mit zahlreichen Spielangeboten, mit Wettkämpfen der unterschiedlichsten Art im Bierkastenstapeln oder beim Bierhumpen schieben für reichlich Stimmung. Beim Kegeln ging es wieder um die begehrten Pokale und Kutschfahrten vermittelten schöne Eindrücke vom Ort. Selbst bei Schaustellern hat sich das idyllisch gelegene Stell- und Partyplätzchen Maltitz längst als Geheimtipp herumgesprochen. Nicht Gewinne oder Profite sind es hier, die diesen Ort so angenehm machen, sondern die Art, wie man hier mit Leuten ins Gespräch kommt und natürlich die ruhige Lage, sagt Michael Zortel aus Wilten, der zum zweiten Male hier in Maltitz weilte. Das war voriges Jahr, ich habe hier zu tun in Weißenberg beim TÜV. Lieske, habe ich immer meinen Hänger, und da habe ich das Schild gelesen, Parkfest, und da haben wir uns hierher gewandt, und da hat das geklappt. Und trotzdem die Kids seinen Kugelstech und Losstand mitunter stürmten, verspürte auch er eine Art der Zurückhaltung. Das ist eine schlechte Zeit, der Monat müsste zu Ende sein, da gibt es wieder Geld. Gespanntes Warten wie in jedem Jahr auf das Samstagabendprogramm und wie schon in den Jahren zuvor setzte sich dessen Darstellerensemble aus Jugend- und Ortsfeuerwehrmitgliedern zusammen. Mann gesucht hieß das diesjährige Motto, basierend auf der beliebten und kürzlich erst wieder über die Bildschirme geflimmerten Serie Bauer sucht Frau. Natürlich ordentlich überarbeitet und mit allerlei Gags gespickt. Nur knappe 4 Wochen Zeit vergingen von der Idee über die Proben bis zur Aufführung. Moderator Alex lud sich hierzu nacheinander 3 tolle Mädels in sein Parkstudio ein, die dann wiederum auf jeweils 3 heiratswillige Bewerber, welche unterschiedlicher nicht sein konnten, stießen. Mittels unterschiedlicher Tests und Prüfungen erleichterte Alex gemeinsam mit seiner Assistentin und Co-Moderatorin Conny den Mädels die nicht leicht zu treffende Entscheidung bei der Partnerwahl. Kandidatin Nummer 1, Heidi, hatte die Wahl zwischen Bauer Jens, dem Anton aus Tirol bzw. Heinrich. Muskulösere Body-Vorstellungen hatte Kandidatin Nummer 2, Melanie. Extra für sie kamen Macho Matti, Muskelprotz Philipp und Boxer Schubi aufs Parkett, die nachfolgend beim Gewichtheben ihr Können unter Beweis stellen mussten. Wer nicht wirbt, der stirbt. Unter diesem Motto gab es natürlich auch hier eine Werbepause. Jetzt habe ich die optimale Lösung für alle. Kommt das optimale Messer an, ja? Passen Sie auf, diesen Messer schneiden Sie Tomaten einfach nur so. Zack, zack. Und Sie sehen, die Scheibe ist vollständig, ja? Wenn das die Scheibe vollständig ist, ist der ganze Geschmack einfach in der Tomate drin. Sie müssen es anschauen, ja? Das ist gar kein Problem, ich schenke das einfach mal in das Publikum rein, ja? Etwas wilder, aber nicht weniger anspruchsvoll gab sich Kandidatin Nummer 3. Denn deren 3 Bewerber mussten ihr Talent beim Hüftschwung der besonderen Art beweisen. Zum Schluss hatten dann alle Töpfchen das passende Deckelchen gefunden. Handgemachte Live-Musik aus Maltitz, die dominierte auch den gesamten Sonntagvormittag über. Dargeboten wurde sie von Jan, einem Country-Freund und Pferdenarr. Dieser ist erst seit knapp einem Jahr hier mit seiner Familie ansässig. Von den ihn umgebenden Leuten inspiriert und bezugnehmend auf die aktuelle politische Lage, komponiert er seine eigenen Titel. Also ich sag mal so, ich bin im Kinderheim aufgewachsen und da kriegt man ein bisschen was mit und sieht ein bisschen was. Und hab dann irgendwann mal 2003, hab ich meine Gitarre genommen, hab gesagt, Mensch, neue Saiten drauf, ein bisschen üben, ein bisschen lernen. Und vor 3 Jahren, als meine Tochter geboren ist, habe ich das erste Lied gemacht, als du klein warst und noch leise. Und Inspiration hole ich mir so ein bisschen von Tom Astor Songs, Matthias Reim Songs, Bob Dylan. Das sind also verschiedene Songs, wo ich dann immer sage, dort, Mensch, was der kann, kannst du auch. Erwarte
positiv auch seine Eindrücke nach dem ersten Parkfestbesuch? Ich sage mal, ein gut organisiertes Parkfest, gute Leute, der Jugendclub sendet, die Feuerwehr komplett einwandfrei, da gibt es überhaupt nichts. Und offen sind die Leute vor allen Dingen. Also wenn man sagt, man will was Neues einbringen, sind sie relativ offen und sagen, ja klar, warum nicht. Ist schon ein super Dorf hier, sage ich mal.